Kinder und Jugendliche aus der Ukraine, die aufgrund des Krieges ihre Heimat verlassen mussten, gehen nun in Deutschland zur Schule. Dabei gibt es unterschiedliche Ansätze, wie diese Schülerinnen und Schüler in das deutsche Schulsystem integriert werden. Dabei läuft längst nicht alles glatt, aber es gibt Initiativen, die gehen in eine richtige Richtung. Herzlich willkommen und Glück auf, liebe Zuschauer von FRM. In bewährter Weise das Neueste vom Glück auf Gymnasium. Und dazu begrüße ich ganz herzlich ein neues Gesicht in unserer Lehrerinnen- und Lehrerrunde. Das ist Lena, sie wird sich dann noch ganz kurz vielleicht selbst vorstellen. Und zwei unserer ukrainischen Schülerinnen und Schüler, in dem Falle ist es die Katja und die Karina. Seit Beginn dieses Schuljahres haben wir an unserer Schule 24, ab Montag sogar 28 ukrainische Schülerinnen und Schüler, die ganz am Anfang unter sich waren, die Deutsch als Zweitsprache gelernt haben, den ganzen Tag, eine ganze Woche lang. Aber das, was wir wollten, ist, dass sie an unserem Fachunterricht teilnehmen, so wie alle anderen. Und das läuft nun seit mittlerweile 4 Wochen. Wir haben in einer Woche Herbstferien. Wir werden nach den Herbstferien dann auch die Form etwas anpassen, weil doch einige Schülerinnen und Schüler sehr gut Deutsch sprechen können, sehr gut im Fachunterricht mitkommen, andere etwas weniger gut. Und nach den Herbstferien haben wir dann neben unserer ukrainischen Lehrerin auch noch eine Assistenzkraft, die bei der ganzen Koordination behilflich sein wird. Hallo, ich bin Frau Fedoseva. Ich bin Staatslehrerin in Glückauf Gymnasium. So, ich bin Ukrainerin. Ich bin aus der Ukraine gekommen wegen Krieg. Ich habe sehr große Erfahrung mit Englisch in Touristen gehabt in der Ukraine. Und jetzt unterrichte ich für ukrainische Kinder. So muss ich sagen, das hat viele jetzt geändert seit diesen Jahren. So, wir sind sehr schnell in diesen schönen Raum gekommen. Jetzt Kinder können wirklich sehr schnell integrieren und verschiedene Unterrichte besuchen. Ich möchte auch diese Mädels vorstellen. Katja und Karina, sie sind in 10. Klasse, sehr aktiv, sehr tolle und wunderbare Mädchen, haben viele Talente für etwas Neues kennenlernen, auch tanzen und singen. Und muss ich sagen, jetzt bereiten sie sich für Weihnachtskonzert hier im Glückauf Gymnasium. Ja, im letzten Schuljahr waren die ukrainischen Schülerinnen und Schüler sozusagen unter sich, haben ausschließlich Staatsunterricht gehabt in den Räumen des beruflichen Schulzentrums. Und wir haben dann sehr schnell die Entscheidung getroffen über diese Teilintegration. Ich habe alle auch im tiefen Bühnerstollen zu Vereinigt Zwitterfeld zu Zinnwald aufgenommen in unsere Schulgemeinschaft. Das heißt aber nicht, dass es Gymnasiasten sind. Das wird sich jetzt im Laufe des Schuljahres zeigen, ob einige von den insgesamt 28 tatsächlich dann die Anforderungen des Gymnasiums erfüllen, in den Klassen bleiben bzw. praktisch dann auch in die nächsthöhere Klasse versetzt werden. Da müssen wir sehen, wie das gelingen kann. Da lernen wir. Das ist also ein Lernprozess für alle Beteiligten. Ich habe mich unheimlich gefreut, dass unsere Schülervertreter in ihrer ersten Sitzung sofort die Türen geöffnet haben und haben gesagt, das bekommen wir irgendwie hin. Diese Integration heißt ja auch nicht nur Teilnahme am Unterricht in der Schule, sondern so wie es Lena gesagt hat, Teilnahme an außerschulischen Veranstaltungen wie dem bevorstehenden Weihnachtskonzerten am Jahresende oder GTA-Angeboten oder Exkursionen, Wanderfahrten und so weiter. Also das ist etwas, was definitiv gelingen wird. Da gibt es mittlerweile auch ein ganz tolles Feedback von Seiten der Schüler, auch von den Lehrerinnen und Lehrern, auch von den Eltern. Wie sich das im Fachunterricht gestalten wird, das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.